Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Das Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth steht an. Hier vorne bei mir Stefan Leitl als Trainer, als Interimstrainer in dem Moment für uns. Wir werden begleitet von rund 700 bis 800 Fans nach Fürth am morgigen Freitagabend und freuen uns auf die Partie. Stefan, ja, es sind, glaube ich, sehr intensive Stunden und Tage für dich, beziehungsweise ja, Stunden vielmehr. Beschreib doch mal kurz die Situation für dich und wie die Vorbereitung auf Fürth aussieht. Danach kümmern wir uns um den Personalstand. Bitteschön. Ja, danke erstmal, Olli. Ich begrüße dich auch recht herzlich. Ja, sicherlich intensive Stunden, aber auch sehr schöne Stunden. Ja, ich bin sehr glücklich jetzt, am Freitag auf der Bank sitzen zu dürfen. Und ich habe es ja auch gestern schon erwähnt, dass ich mit der größtmöglichen Akribie und auch mit der nötigen Demut an die Sache rangehe. Und ich hoffe natürlich, dass wir alle zusammen, Mannschaft, Trainer, Funktionsteam, Fans, dass wir ein Erfolgserlebnis in Fürth feiern können. Und ja, jetzt gilt einfach nur Vorfreude auf das Spiel am Freitag. Danke, Stefan. Kannst du uns denn kurz updaten, wie es ums Personal steht, inwieweit möglicherweise Verletzungen vorliegen, bitte? Ja gut, Langzeit verletzt immer noch Mo Hartmann. Ja, der befindet sich momentan im Aufbautraining. Da hat sich nichts geändert. Leider hat sich gestern im Training Phil Neumann verletzt. Der hat eine Teilruptur am Außenband, am linken. Wird uns vorerst nicht zur Verfügung stehen. Und ansonsten sind aber alle Mann an Bord und ja, gibt es nichts anderes zu erwähnen. Zur aktuellen Situation, welche Erkenntnisse hast du denn jetzt gewonnen aus diesen zwei Trainingseinheiten? Ja, es ist erst eine gewesen, die zweite, die folgt jetzt. Die wichtigste Erkenntnis für mich war, das habe ich ja auch gestern schon erwähnt, dass die Jungs absolut stabil sind, ja, dass sie mit Freude und Spaß bei der Sache sind und sehr engagiert zu Werke gehen. Und das ist mal die wichtigste Erkenntnis jetzt aus der ersten Trainingseinheit für mich. Welche Rolle spielt es für dich, dass die Mannschaft jetzt nicht so eingespielt ist, dass du quasi deinen Weg erst finden musst mit der Mannschaft? Ich glaube, die Mannschaft ist schon eingespielt. Also, die haben auch schon den Plan gehabt in den vergangenen Wochen. Also, so ist es nicht. Es sind schon Abläufe auch zu erkennen, definitiv. Und ja, es gilt jetzt einfach, die Köpfe frei zu bekommen. Ja, es gilt jetzt auch nicht, irgendwie großartig über das System zu sprechen. Es geht einfach darum, dass das, was uns Fürth am Freitag entgegenbringt, ja, dass wir das absolut annehmen und dass wir mit einer hohen Bereitschaft und mit einer hohen Leidenschaft dort Fußball spielen, um ein Erfolgserlebnis zu erzielen. Und wenn die Jungs das auf den Platz bringen, was sie gestern im Training gezeigt haben, dann bin ich da absolut überzeugt davon, dass uns das gelingen wird. Ganz egal, wie das Spiel nach draußen hin aussieht, ja, das ist alles nebensächlich jetzt. Ja. Es ist wichtig, welche Begeisterung wir auf den Platz bekommen. Und die wird groß sein und die soll dann auch am Ende dazu führen, dass wir das Spiel in Fürth gewinnen. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, es wird sehr viel Aggressivität auf uns treffen. Dem müssen wir uns stellen. Ja. Wir müssen die Zweikämpfe annehmen. Und dann, wenn wir das getan haben, dann wird sich ja, die individuelle Klasse meiner Mannschaft dann auch zeigen und dann werden sich Räume ergeben und die wir dann auch bespielen werden. Es ist zum Saisonwechsel, also vor einem Monat ungefähr, die halbe Mannschaft gegangen, die andere Hälfte ist jetzt neu, dann neues System, Umstellungen hin und her. Jetzt Trainerwechsel, also die Mannschaft ist schon ein paar Mal durchgeschüttelt worden. In welchem Zustand, in welcher Verfassung haben Sie sie vorgefunden? So wie ich es vorher erwähnt habe, die Mannschaft ist absolut stabil. Sie ist bereit und ja, sie will unbedingt am Freitag was zeigen auf dem Platz. Ja. Sie werden sich zerreißen und von daher absolut positive Eindrücke für mich. Wir stellen das Ganze jetzt auf Null und für uns sind ja, zwei Trainingseinheiten und das Spiel am Freitag entscheidend. Ja. Alles andere wird ausgeblendet, was mal war und was kommen wird. Ja, es tangiert uns momentan gar nicht, sondern die Mannschaft ist fokussiert, wir im kompletten Team sind fokussiert auf das Spiel am Freitag und wir wollen das mit aller Macht positiv bestreiten, um ja, hier eine Aufbruchsstimmung wieder zu erzeugen. Ja, dazu, wie ich auch schon erwähnt habe, unsere Zuschauer sind ganz, ganz wichtig. Ja. Wir müssen positive Stimmung hier erzeugen und die werden da sein, die werden uns unterstützen und die Jungs werden auch zurückgeben. Ja, ich möchte es jetzt hier in der Runde auch nutzen. Ab Samstag ist Tobi Lebels wieder Mitglied in unserer Mannschaft.
ja, war ein Wunsch von mir auch. Tobi hat, hab sehr engen Draht zum Tobi auch. Ich glaube, jeder von euch hat es auch verfolgt, dass er in der U21 letztes Jahr hervorragende Leistungen gebracht hat und sich voll in Dienst des Vereins gestellt hat. Und ich wollte, dass er zurückkommt und ja, auch der komplette Aufsichtsrat und Harald Gärtner waren da dafür. Und ja, Dankeschön dafür, dass das geklappt hat. Und wir freuen uns alle, dass Tobi ab Samstag wieder da ist.